Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Sins of a Solar Empire Rebellion. Ja, in der letzten Alle Folge vorbereiten zum Phasensprung. haben wir einen Gegner vernichtet, den haben wir rausgenommen. Xon, Direktive. Theoretisch gibt es noch Planeten. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber der Spieler ist besiegt. Und da wird gleich auch nicht mehr viel passieren. Jedenfalls bei dem. Danach machen wir mal Forschung abgeschlossen. gegen die anderen ein bisschen. Leichten Träger können wir ein paar brauchen. Ja. Oder wir rüsten erst wieder unsere Hauptflotte aus. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Nehmen wir mal. Wer ist denn mehr? 10 Korvetten reinnehmen. Können wir uns noch ein paar leisten? Ja, 15. 20. 20 sind gut. So. Eine neue Kolonie wurde gegründet. 3. Ich möchte noch eine vierte leichte Fregatte. Danke. Und dann lassen wir die ganzen mal aufbauen. Eigentlich wollte ich ihn hier Komm Link online. mit der eigenen Flotte. Forschung abgeschlossen. Drei Bomber. Unsere Flotte wird Raketenbatterie. angegriffen. Aber wir schicken ihn einfach mal dazu Je erstmal. größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Und damit er Erfahrung sammelt. Und dann bauen wir uns später eine zweite Flotte auf. Ordnen die ein bisschen neu. Je größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Jetzt müssen wir vor allem mal die Welt hier sichern. Ah, kostet das viel. Wir nehmen erst die Ressourcen. Einer So. unserer Gegner hat einen Titanen fertiggestellt. Der erste gegnerische Titan. Wer war es denn wohl? Naja. Größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das wird natürlich nicht einfacher mit dem Titan als Gegner. Je größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Gibt es noch unsere Forschungsschiffe? Wahrscheinlich nicht. Da haben wir auch noch einen Gegner entdeckt. Planetenentwicklung abgeschlossen. 1, 2, 3, 4, mit mir 5. Einer fehlt noch. Vielleicht ist er ja auch untergegangen. Schauen wir Je mal. größer sie sind, desto härter schlage ich Ah zu. ja, der Fahrtrichtung Grüne. auf mein Signal. Der müsste dann hier irgendwo sein. Den kennen wir natürlich noch nicht. Je größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Ja, jetzt hören wir uns ein paar Mal noch die Nachricht an. Obwohl, nee, da gar nicht mehr. Wir brauchen noch eine größere Anzahl von denen hier. Ich brauche einen Adrenalinkick. Die Melde schicken wir mich, schon mal doch schneller. los. Die werden man sehr schnell verlieren. Die haben nicht viel Leben, nicht viel Schaden, aber dafür sind sie sehr wendig und vor allem gegen Großkampfschiffe Unsere gut Verstärkung geeignet. greift in die Schlacht ein. Bauwerk komplett. So. Melde mich zur Stelle. Wir könnten jetzt die Raketen verbessern. Die Schwarmsprengköpfe nehmen wir erstmal. Und dann bauen wir nochmal eine größere Anzahl Raketenfregatten. Unsere Flotte wird angegriffen. Was soll zerstört werden? Es wird keine Flotte angegriffen. Melde mich zur Stelle. So, das ist doch überall alles gut. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, ich möchte jetzt erstmal wieder Geld sparen. Wir haben einiges in der Schlacht eben verloren. Phasensprung abgeschlossen. Also warten wir jetzt erstmal auf Schiffe. Ich glaube, Was jetzt? ich opfer meine leichte Fregatte. Sehr gut. Sie sind der Boss. So, flieg einmal
hier hin und wieder zurück. Zeit zum Handeln. Nein, ich möchte noch eine leichte. Geben Sie den Befehl. Du fliegst dann einmal hier hin. Sehr gut. Und wieder zurück direkt. Mal sehen, ob die es schaffen. Oh, schon wieder WSAD. Ich muss es mir abgewinnen in dem Spiel. Das umstellen. Das wird wahrscheinlich auch gehen. So, Reparaturwerf brauchen wir aber einmal. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Noch macht die Welt ein Minus. Oh, wir können richtig hochgehen. Die erdähnlichen Welten sind echt gut geeignet, auch wenn die Welt nicht loyal ist. So, schauen wir mal. Nicht viel. Da können wir rein. Und hier. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Gibt's was für mich zu tun? Ja, flieg wieder zurück. Sie sind der Boss. Statt so eine große Wende zu machen. Okay. Dann holen wir uns noch die restlichen Schiffe. Planetenentwicklung abgeschlossen. Schicken die mal hin. Sehr gut. So. Dann legen wir mal los. Geben Sie den Befehl. Phasensprung auf mein Signal. Das wird schnell gehen. Unsere Flotte wird angegriffen. Bauwerk komplett. Dann holen wir uns die drei Welten. Währenddessen machen wir noch mal einiges an Ressourcen. Gibt's was für mich zu tun? Und die Verstärkung kommt ja. So. Können wir uns Träger leisten? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Okay, wie wär's dann hier? Hier können wir uns auch Träger leisten. Schwere Kreuzer. Planetenentwicklung abgeschlossen. Mal drei. Wir machen vier Stück. So. Wir sind bereit. So, dann springen wir mal rüber. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Das wird ja relativ schnell gehen. Sie auf den Raumsprungantrieb. So. Ja, da müssen wir uns auch nicht drum kümmern. Stattdessen alle Energie auf den Sprungantrieb. Haben wir hier schon die Handelsbuchten? Da Handelseinrichtung. So, wie viele Stufen kann es? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ah. Das erhöht dann immer weiter die Handelsrate. Okay, 1800 fürs nächste. Da warten wir noch mal ein bisschen. Ihre Befehle, Kommandant. Planetenentwicklung abgeschlossen. So, das ist erstmal schön ein bisschen Erfahrung. Eigentlich hätten die Großkampfschiffe gereicht. Airwing zur Verfügung. Ja, das wäre erledigt. Genau, für mehr Credits. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir nochmal eine Stufe raufgehen. Ja. Und dann bauen wir demnächst noch eine weitere Basis woanders hin. Und dann halt überall zwei Stufen auf Handel. Okay, das ist nicht so schön. Dass wir hier die ganzen Korvetten direkt verlieren. Naja. Was soll's? Du bist ja unterwegs. Und hier. Commander an Deck. Naja, immerhin einer. Und die schicken wir auch schon mal rüber. Ihr habt den Commander gehört.
Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Erwing zur Verfügung. Hat bloß keinerlei Schaden machen wir die. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Phasensprung abgeschlossen. Naja, wir verlieren hier ein bisschen was. So, jetzt kümmern sich aber mal ein Großkampfschiff darum. Da müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen. Bauen wir mal Notfallstrukturen. So viel Militär ein bisschen. Und abgeschlossen. Zweimal die Hangarverteidigung. So. Warten wir nochmal, bis wir die Kolonie haben. Bereit. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Langsam voraus. Ah, die Feindkultur ist noch zu stark vorherrschend. Dann springen wir hier mal rüber. Gegner kommt an uns vorbei. Und hier einmal ein Übertragungszentrum. Dann brauchen wir noch Handelseinrichtungen. Greift in die Schlacht ein. Berechne Sprungkoordinaten. So. Ihr habt den Commander gehört. Energie auf den Raumsprungantrieb. Okay, ihr seid alle unterwegs. Sehr gut. An alle. Vorbereiten zum Phasensprung. Hier ist ja auch nichts. Bauwerk komplett. Das machen wir auch einmal schnell platt. Entwicklung abgeschlossen. Dann holen wir uns die anderen beiden. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Gut, was macht die Forschung? Radioaktiver Niederschlag. Bomberfregatten kriegen da was Nettes. Ah, wir haben noch so viel zu erforschen. Die Unity möchte an dem Waffenstillstand. Ja, nehmen wir. Die scheint wohl eigene Probleme zu haben. Da machen wir das mal mit. Die sind eh so weit weg, die brauchen wir nicht. Wir werden alles andere ja erstmal dominieren. So, das sollte hier schnell gehen. Dann, was wir jetzt machen. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Bauen wir nochmal ein paar Bomber. Und schicken die rüber. Und jetzt bauen wir hier ein Kolonialschiff. Und das schicken wir dann auf zu der Welt, die wir noch nicht kolonisieren konnten. Gut. Dann hätte ich noch gerne ein Großkampfschiff. Ich muss mal schauen. Schilderneuerung klingt sehr gut. Wir nehmen den Schlachtkreuzer. So. Und dann bauen wir als nächstes Raumstationen. Ja, das war's hier. Neue Horizonte erwarten uns. So. Hier haben wir auch genug erstmal, was wir brauchen. Befestigen müssen wir nicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Er soll erstmal nur Geld produzieren. Dann könnten wir zivile Infrastruktur hochmachen. Und Handelsmodifikator. Bauwerk komplett. Nein, machen wir hier nicht. Das machen wir lieber auf Welten, wo wenig Bevölkerung ist. Systeme kalibriert. Unsere Flotte wird angegriffen. So, gut. Holen wir dich mal. Kolonie erledigt. Ein Jäger. Und die Schilderneuerung, damit wir Schilde regenerieren können.
Und ziehen wir auch mal hier hin. Unser Kolonieschiff sollte fertig sein. Den schicken wir dann auch einmal hier hin. Übermittlung empfangen. Wer braucht Luftunterstützung? Das ist eine Aufklärungsfregatte. Ach, dunkelblau. Das kann man ja mal leicht übersehen. Da haben wir. Schicken wir mal rüber. Plan. So. Sozial. Hier müssen wir machen. Sozial. Ganz klar. Machen wir mal ein Übertragungs. Also wie viele Plätze haben wir? Logistische 8. Und damit erhöht es sich nicht noch, erhöht es sich ja nochmal. Eine neue Kolonie wurde gebaut. Auf jeden Fall Handelsposten. Raffinerie. Übertragungszentrum. Das sollte eigentlich immer hin. Berechne Sprungkoordinaten. So. Die Kolonie haben wir hier. Entwicklung abgeschlossen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Okay. Das hätten wir dann auch schon mal. Hier haben wir auch ein bisschen gebaut. Nein, ein Übertragungszentrum. Nur wir brauchen noch Handelsposten und Raffinerie. Wir brauchen Geld. Forschung abgeschlossen. Wir haben nicht viel. Wir haben gerade mal 26 Credits die Sekunde. Wir machen echt nicht viel. 5,1 Kristall die Sekunde nur. Planetenentwicklung abgeschlossen. Okay. Das andere sieht alles gut aus. Bauwerk komplett. Phasensprung auf mein Signal. Unsere Flotte wird angegriffen. Gut. Was wollen Sie? Da hätten wir jetzt erstmal unsere Flotte. Wir warten noch auf ihn. Endlich! Und gehen hier einmal rüber. Wie wäre es mit ein paar Angriffszielen? Ja, ja. Wir werden die erstmal hier sammeln. Planetenentwicklung abgeschlossen. Wer braucht Luftunterstützung? So, du gehst. Schick mir dich auch schon mal direkt hier hin. Wir sind bereit. So, ich schicke mir auch direkt hin. Da wird schon nichts sein. Okay, es geht jetzt recht schnell. Übertragungszentrum haben wir. Wir bauen Handelsposten und Raffinerie. So, das haben wir ausgebaut. Planetenentwicklung abgeschlossen. Übertragungszentrum. Einmal, um unsere Kultur zu verbreiten und die Loyalität zu erhöhen. Und damit die anderen keine Unruhe bei uns machen. Handelszentrum. Und zum Schluss noch die Raffinerie. Phasensprung auf mein Signal. Und wir sind da. An alle. Vorbereitet zum Phasensprung. Raumbasis. Sprungkoordinaten. Bauwerk komplett. Okay, warten wir erstmal hier. Der Rand ist gut. Forschung abgeschlossen. Warten wir mal, bis alles da ist. Bauwerk komplett. Und dann schnell auf die Raumstation. So, Angriff. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Da kommen immer mehr. Sehr schön. Ja, durch die Raumstation ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich werde trotzdem mal schnell hier die Raffinerie bauen. Bauwerk komplett. Holt auf jeden Fall ein paar Ressourcen. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. So. Nicht viel.
Aber ein bisschen was kriegen wir da zusammen. Und gleich ist das letzte Schiff auch endlich da. Gibt's was für mich zu tun? Okay. So, Schlacht ist gewonnen. Nimm das. Dann alle Angriff. Geht mal alle darauf. Ja, das sollte nicht so lange durchhalten. Höre laut und deutlich. Du hast hier ein Level up. Nimm mir mal schwere Kampfflieger. Verbessert den Schaden der Flieger schon mal. Wir sind bereit. Sehr schön. Das haben wir auch gleich. Wie die zerlegt wird, die Station. Berechne Sprungkoordinaten. Kann sich ja kaum wehren. Und das war's auch schon. Ein Planet wird belagert? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, doch. Ein paar Raketenfregatten. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Schwerer Kreuzer. Wir sollten den befestigen, den Planeten. Und zwar bauen wir einen Konstruktionskreuzer. Und dann gehen wir auch sehr bald auf Zwillingsfestung. Wo haben wir das? Hier hinten. Kostet ein bisschen was. Erstmal die verstärkte Verteidigung. Ich hätte zwar das lieber gehabt. Danach Abschottung. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Und dann Zwillingsfestung. Das werden wir alles erforschen. Haben wir die Welt? Fahren Sie fort. Oh nee. Läuft. Damit habe ich nicht gerechnet. Das schafft er auch nicht. Da müssen wir nochmal zurückfliegen. Und hier müssen wir auch nochmal hin. Bereit zum Phasensprung. So, am besten brauchst du dann noch mal ein paar Stationen. Unsere Flotte wird angegriffen. So. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Sehr schön, ging ja schnell. Zusätzliche Credits benötigt. Ah, wieder ein paar Credits. Holen wir uns mal schnell. Und bauen die vorher aus, damit wir Geld kriegen. Und dann gehen wir einmal hier runter. Hat es das Schiff geschafft? Wie kann ich helfen, Commander? Unser Planet wird belagert. Planetenentwicklung abgeschlossen. Okay, das schafft er. Dann schicken wir dich mal hier hin. Nein, tun wir nicht. Wir schicken dich dahin. Vermittlung empfangen. Bauwerk komplett. Das eine Korvette. Die kann natürlich Ärger machen. Dann bauen wir hier mal. Bauwerk komplett. Ein. Weil wir uns nicht mehr. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. So. Bauwerk komplett. Drei Stück. Und ein Hangar. Okay. Planetenentwicklung abgeschlossen. Wir sind bereit. Haben wir fertig. Dann gehen wir mal runter. Getreu unserem Ziel. Wie kann ich helfen, Commander? Ihr geht auch schon mal runter. Alle Systeme los. So, da treffen wir uns dann mit allen Schiffen. Und dann geht's auch bald mal hoch. Das wäre hier auch geschafft. So, bauen wir nochmal. Dreimal Minenfelder. Aber das soll es auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da.
oder ein Abo, falls du es noch nicht abonniert hast. Das wäre auf jeden Fall auch sehr klasse. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.